Auf einer Studienreise durch Indien habe ich diese Technik von einem alten Yogameister gelernt. Du musst dich einfach nur konzentrieren und dir sagen, ich bin ein richtiges Gespenst. Ich bin ein richtiges Gespenst. Mit mehr Enthusiasmus. Du musst davon überzeugt sein und dann... Jetzt weiß ich. Ich bin ein richtiges Gespenst! Geht's dir gut? Hast du einen Eiskratzer dabei? Oh, das wird schief gehen. Ich kann das nicht. Unsinn. So eine Prüfung kann doch nicht so schwer sein. Oder bescheiß doch einfach. Nein! Das geht leider nicht. Bei der Geisterbehörde läuft alles über EDV. Hm? Ektoplastische Datenverarbeitung. Hier, sieh dir den Papierkram an. Wir sollten uns nichts vormachen. Ich bin so gut wie tot. Na, du weißt schon, was ich meine. Hier sind hier sogar die Prüfungsfragen. Kreuzen Sie die wichtigsten Grundregeln beim Durchqueren einer Zwischendimension an. A. Auf feinstoffliche Unebenheiten achten. B. Der transzendentere Geist hat Vorfahrt. C. Gehe nicht in das Licht. Feinstoffliche Unebenheiten? B und C. Ah. Woher weißt du das alles? Mein Großvater, der wusste alles über Geister. Das ist es! Komm mit! Halt! Das ist die Lösung! Du hilfst mir bei der Prüfung, ich bekomme meine Spuklizenz und du mein Vermögen. Du heiratest dieses blonde Klappergestell und ich bin wieder das einzig behördlich zugelassene Gespenst auf Schloss Burgegg. Moment. Oh Mann, das wird toll! Ich bin ein Mensch. Wie willst du mich in diese Geisterbehörde schmuggeln? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du stürzt dich vom Burgturm und stirbst qualvoll, weil deine Knochen gebrochen sind und sich die Rippen, die Eingeweide bohren, das Gehirn, der Magen, Herz, Leber, Nieren, Milz, alles Matsch. Oder wir verkleiden dich. Ich glaube, ich nehme Nummer zwei. Eine gute Wahl.